Gut, dann müssen wir mal gucken. Der geht. Der geht auch. Und der geht auch. Gut. Dann habe ich das erstmal erledigt. Jetzt können wir wieder meinen normalen Schraubendrehersatz nehmen. So, die Schrauben immer in eine kleine Dose. Das ist damit erledigt. Und jetzt haben wir das hier noch vernietet. Das wäre ja was. Nee, doch nicht. Gut. Dann machen wir das mal ganz vorsichtig auf. Hier ist eine Feder vorne drin. Und so sieht das ganze Schloss dann von innen aus. Wenn ich jetzt gleich den Deckel drauf mache, dann wird diese hier gespannt. Aha, okay, also wir gehen jetzt mal hier in den hinteren Bereich rein. Das ist dieser hier und das kann ich jetzt hier nicht zurückdrücken, weil das an dieser Stelle, Moment, machen wir eben den richtigen, den hier. Das an dieser Stelle, hier, da, ist der gesperrt. Das heißt also, dieser muss nach oben. Der muss nach oben, damit der hier sich wieder frei bewegen kann. Wenn er unten ist, dann sperrt er hier in dem Bereich. Wenn ich den jetzt hier hochdrücke, dann geht er auf. Gut. Die Frage ist, jetzt, warum macht er das so? Was ist da passiert? Da geht es nicht mehr weiter, ist klar. Hier geht auch nichts mehr. Dann bauen wir jetzt mal eben hier die Seite aus. Einen flachen Schraubendreher brauche ich dazu. Will er nicht. Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir den zurück. Und nehmen den hier raus. Und dann sehen wir hier schon in dem Bereich hier ist das Teil abgebrochen. Gut. Ja, das kriegen wir aber nicht wieder zusammen, denke ich mal. Schaue ich mal gleich, was ich da am besten machen kann. Also dieses Teil hier ist gebrochen. Das nehme ich da jetzt mal raus. Jetzt kann ich das hier auch mit der Feder, glaube ich, besser handeln. Ist der richtig reingerastet. So, was denn hier ist die Nuss? Gut, und jetzt muss ich mal gucken, wie das überhaupt ist. Das haben sie jetzt geölt hier. Okay. Die lässt sich also praktisch hier drin drehen.
Und dann geht die auch raus. Ja. Gut. So. Das klemmt ihr hier dran, dieses Teil. So, schon mal hier ein bisschen. So. Dann haben wir das auch erstmal eben raus und diese wird nicht so ohne weiteres rausgehen, weil die nämlich hier drin verdreht ist. Dann müsst ihr eigentlich darüber und hier auch nochmal rüber. So. So haben sie die reingesetzt, also praktisch haben sie da drüber gehoben, dadurch hat sie die Spannung und die nehmen wir jetzt auch raus. Gut, jetzt können wir auch mal eben gucken, wie das Ganze funktioniert oder funktionieren sollte. Den nehme ich jetzt mal raus hier und dann haben wir nur dieses Teil hier. So, okay, kann ich nicht rausnehmen, dann ist das so. Das sollte das eigentlich hochdrücken. Okay. So, dann funktioniert das wie folgt. Man hebt den hier einfach ein bisschen an. Das macht dieses Teil hier. Dieses hier, das drückt da an der Seite drauf. Dann hebt es das Teil an. Genau, und gleichzeitig wird dann die Falle zurückgedrückt. Okay. So, jetzt ist die Frage. Das ist zu, das geht jetzt nicht mehr. Das ist gesperrt, jetzt drücke ich hier gegen. Drücke jetzt dagegen, damit es in die Richtung geht. Jetzt wird das hier ein bisschen angehoben, aber es reicht gerade so. Dann ist Ende. Genau. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich bekomme das da wieder ran. Das ist irgendwie ein Spritzgusszeug. So war das da dran. Ja, ist nicht magnetisch. Gut. Was mache ich jetzt? Konstruiere ich das um. Okay, ich mache das mal so. Ich versuche das vielleicht umzukonstruieren. Ich rufe jetzt nochmal eben den Kunden an.
was der sagt. Und wenn der sagt, das ist mir vollkommen egal, dann wenn ich das jetzt heiß mache, dann passiert da irgendwas. Das will ich nicht, denn es ist ganz Schrott. Ich guck gleich mal. Ansonsten, wie gesagt, konstruiere ich das eben halt um. Aber ich spreche mal eben vorher mit dem Kunden. Ja, es geht wieder. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier praktisch das ein Stück Blech festgemacht und das festgenietet. Ich könnte natürlich jetzt noch beigehen und das hier rauf machen, aber das ergibt keinen Sinn. Nein, warum war das rauf? Es ergibt denn keinen Sinn. Das legen wir dann nachher ein bisschen bei. Und damit haben wir hier die Funktion wieder gegeben. Das funktioniert. Das ist hier das Innenteil, da muss ich mal eben gucken. Ja. Ich muss mal was schauen. Achso, nee, das ist okay. Das ist das Innenteil. Jetzt müsste das hier. Nein. Was gucken. Achso, das ist jetzt verdreht. Das ist dann gerade. Gut, okay, dann ist das auf alle Fälle gerade. Das heißt also, wenn man das einbaut, ist der auch gerade. Es könnte aber auch sein, dass der Griff da drin verdreht ist. Dann wird er auf dieser Position sein. Aber ansonsten schlägt er da ja an. Und dann ist das Teil jetzt gerade und das ist auch gerade. Okay, so. Und dann kommt das da so wieder rein. Dieses Teil, die Sperre, die lasse ich raus. Der Kunde hat jetzt gesagt, er braucht das nicht. Das kommt jetzt alles gleich in eine Tüte. Das kann er dann sich weglegen. Das war die Sperre, dass man das erst aufmachen kann, wenn jetzt hier dieses gegeben ist. Aber das ist hier auch schon nicht mehr in Ordnung. Ist abgenutzt, also braucht das nicht. Und wie gesagt, sonst kann man dann Schild vorhängen, besetzt oder man macht von innen noch mal einen Riegel rein. Gut, dann kommt dieses Bauteil da rein. Das war dann ja einmal hier drüber gedrückt. Das sitzt dann mit hier auf dem Teil drauf. Natürlich ziemlich stramm. Das ist hier eine geteilte, ne? Das ist. Na, da nicht rein. So, jetzt ist er drin. Mal gucken, wie viel Druck da drauf ist. Oh, da ist ganz schön Druck drauf. Ein bisschen müsste ich da hier an der Ecke noch rausnehmen. Das mache ich auch noch mal eben. Hier an der Ecke, dann kriege ich da noch ein bisschen weiter. Ein bisschen fehlt da noch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Luft die Tür hat. Und deswegen mache ich das lieber so, dass der fast hier drin verschwindet. Ich zeige das gleich noch mal eben. Gut, ich muss das noch mal eben hier ein bisschen was runternehmen. Das mal eben wieder einbauen. So, das ist nicht ganz richtig hier wegen dem Schnapper. So, jetzt ist besser. Okay. So, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ja, jetzt gefällt mir das schon besser.
Schlägt auch dagegen, irgendwie so war das auch im Original. Es geht mir darum, dass dieser hier praktisch, wenn man den schließt, dass der hier fast bündig ist. Fliegt er raus, ist klar. Daumen drauf halten. Dass der hier praktisch fast bündig ist. Das ist er jetzt auch. Also dieses muss hier bündig sein. So wäre das nicht gut, wenn er so drauf steht. Da soll ganz weg sein. So, das ist er jetzt auch. Das ist damit dann auch erledigt. Und diese Feder, die hat praktisch ja hier gegen gedrückt. Wobei da eigentlich ja. Mal gucken. Das ist dann wieder alles verklemmt hier. So. Wir brauchen mal einen Griff. Und das ist diese Funktion. Und das ist die hintere. Achso. Das ist dafür. Jetzt kann man das jetzt sehen. Also hier hinten ist das jetzt, hat das jetzt eine andere Position. Okay. Dann dreht man die Klinke ein bisschen weiter. Dann läuft das hier über dieses Teil. Rostet einmal ein. Und dann macht er die Bewegung auf. Okay, dann ist das auch in Ordnung. Das war auch so. Das ist die Außenseite, ist klar, weil die Tür geht ja so zu. Also so, bupp, geht die zu. Gut, dann haben wir das eine Bauteil, ist dann eben halt draußen. Alles andere ist wieder drin. Na, kommt noch was drin. Und wenn das jetzt kaputt gehen sollte, dann ist es so, dann baue ich dann eine komplett andere Nuss ein. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht. Das war jetzt nochmal in Rücksprache mit dem Kunden. So, unsere Schrauben, die finden wir auch wieder. Das gefällt mir zwar hier nicht, aber das war so. Naja. Gut, dann haben wir das auch. Soll ich nochmal eben. Ja, nehmen wir den hier, ist auch egal. Das sollte hier bündig sein, das ist das, was ich ihm erklärt habe. Das macht er auch. Bei der anderen Seite ist das so, man muss mal gucken. Ja, genau. Das wäre jetzt praktisch, wahrscheinlich ist hier ein Drehknopf dran oder auch ein Griff. Mal gucken. Ja, das ist so. Genau, und die Feder ist nur dafür da, damit das praktisch in dieser Position hält. Und wenn ich dann, mal gucken, so muss das denn sein, der muss ja oben sein. Jetzt geht die Tür auf und ich möchte die Tür abschließen, dann mache ich das so. Jetzt wäre die Tür abgeschlossen. Aber das Teil habe ich ja rausgebaut, dieses hier. Und der Kunde hat gesagt, dass er das nicht braucht, weil er alleine mit dem Boot unterwegs ist oder eben halt mit seiner Frau und da brauchen die nicht abschließen. Wie gesagt, ansonsten könnte man da einen Riegel noch einbauen an der Tür irgendwie. Ja, gut, das war es dann soweit von meiner Seite aus. Dann geht das wieder. Der Kunde kriegt das Schloss zurück. Das packe ich jetzt alles in eine Tüte, soll er aufbewahren. Wenn mal irgendwas ist, dann kann man das nochmal wieder in den Originalzustand setzen. Das Schloss gibt es nicht mehr.
Ja. Wie gesagt, das war es soweit von meiner Seite aus. Alles Weitere steht dann unten in der Videobeschreibung drin. Einfach mal runterscrollen und darüber kann man mich dann kontaktieren.